Herzlich willkommen zu einer Neuauflage des erfolgreichsten Videos dieses Kanales zur Leistenhernie. Erst aufgelegt war dieses Video im Januar 2021 und zwar am 7.01.2021. Und es ist das erfolgreichste Video auf diesem Kanal mit 13.377 Aufrufen, Views und auch den meisten Likes, 382 Likes hat dieses Video erzielt. Allerdings hat sich ein deutlicher Rückgang der Zuschauerzahlen eingestellt, seit YouTube eine Altersbeschränkung verhängt hat. Und die Altersbeschränkung liegt daran, dass hinten ein OP-Video gezeigt war. Und naja, auf das OP-Video kommt es gar nicht so sehr an. Ich glaube, die sonstige Didaktik in dem Video ist viel entscheidender. Und aus diesem Grunde möchte ich das Video jetzt auch welchen Zuschauern zugänglich machen, die jetzt nicht eingeloggt sind und das nur mal schnell angucken wollen und sich nicht immer gleich einloggen wollen. Und aus diesem Grunde jetzt eine Version ohne dieses Video am Ende. Was ist neu hier? Wie gesagt, die eine OP-Sequenz der TAP-Operation wurde eliminiert, um das Video frei zugänglich zu machen und jugendfrei zu gestalten. Aufgrund der von YouTube verhängten Altersbeschränkung fürs erste Video nach Monaten. Und drei Pioniere der offenen Hernienchirurgie wurden hinzugefügt. Und zwar sind das Eduardo Bassini, Edward Earl Scholdice und Irving Lester Lichtenstein. Sie lernen hier ein paar Aspekte der chirurgischen Anatomie der Leistenhernie, die Standardoperationen zur Leistenhernienversorgung, die offenen anterioren Verfahren ohne Netz, Scholdice und den historischen Bassini, mit Netz, die Lichtenstein-Operation und die endoskopisch minimalinvasiven Verfahren, die TAP und die TEP. Kurz zur Definition, was ist überhaupt eine Hernie? Eine Hernie besteht immer aus drei Bestandteilen. Erstens Bruchpforte, zweitens der Bruchsack, eine Ausstülpung des Peritoneum, und der Bruchinhalt, wobei als Bruchinhalt dort sowohl Omentumanteile als auch Darmstrukturen enthalten sein können. Hernien entstehen immer an Schwachstellen. Und eine solche Schwachstelle im menschlichen Körper ist die Leistenregion, insbesondere beim Mann. Für die Leistenhernienchirurgie müssen wir die Anatomie verstehen. Die chirurgische Anatomie der Leistenregion ist wichtig zu verstehen von außen und von innen. Die Anatomie von außen brauchen wir für das Verständnis der offenen Leistenhernienoperationen, die sogenannte offene anteriore Leistenhernienreparatur. Und für die endoskopisch minimalinvasiven Leistenreparaturverfahren benötigen wir die Anatomie von innen. Beginnen wir mit der Anatomie von außen. Bevor wir uns aber jetzt ganz auf die Anatomie konzentrieren, noch kurz was zur Diagnosestellung und Stellung der Operationsindikation. Entscheidend für die Diagnosestellung einer Leistenhernie, das muss betont werden, ist nämlich die klinische Untersuchung des Leistenkanals. Klinisch sieht man bei der Leistenhernie manchmal die Vorwölbung im Bereich der Leiste, manchmal im Bereich des Hodensacks, manchmal ist aber auch nichts zu erkennen. Dann kann die Bruchpforte tastbar sein und man kann einen Hustenanprall bei der Palpation von der Leiste, vom Hodensack aus tasten. Die Symptomatik ist meistens aus Schmerzen bestehend, auch andere Missempfindungen, ziehende Schmerzen, Einklemmungsgefühl sind möglich. Gegebenenfalls führt man dann eine Bildgebung durch, die Sonographie, aber auf die sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Die Sonographie ergänzt lediglich die klinische Einschätzung, die OP-Indikation sollte nie allein auf der Sonographie beruhen, weil man sonst schlechte Ergebnisse haben wird. Beginnen wir unsere anatomische Betrachtung der Leistenanatomie von außen mit dieser schematischen Übersichtszeichnung. Blau dargestellt ist hier das Ligamentum inguinale, das Leistenband, welches von der Spina iliaca anterior superior zum Tuberculum pubicum zieht, wie wir gleich noch sehen werden.
Es ist nicht gleichbedeutend mit der Inguinalfalte, die meistens etwas weiter unten sitzt. Und wir sehen hier auch schon, dass beim Mann der Funiculus spermaticus mit den Musculus cremaster-Fasern und dem darin verlaufenden Ductus deferens auf dem Leistenband verläuft. Der Funiculus kommt am Anulus inguinalis internus in den Leistenkanal hinein und tritt am Anulus inguinalis externus aus diesem wieder heraus, um dann zum Hoden zu ziehen. Es handelt sich ja um den Hodenhebermuskel. Bei der Frau gibt es hier eine solche Struktur nicht. Das Pendant dazu ist das Ligamentum teres uteri, welches allerdings nicht diese Bedeutung hat wie der Funiculus spermaticus beim Mann. Anatomisch, in der chirurgischen Anatomie, wird diese Struktur aber gleich behandelt und ebenso bei der Operation geschont. Beginnen wir mal ganz systematisch mit der knöchernen Struktur. Hier noch einmal das Leistenband beginnt an der Spina iliaca anterior superior und zum Tuberculum pubicum ziehend. Und das Ligament stellt die untere Begrenzung des Leistenkanales dar. Wichtig sind weiter die Iliakalgefäße, die durch die Lacuna vasorum unter dem Leistenband durchziehen und dort dann ihren anatomischen Namen wechseln. Sie werden dort nämlich zu den Femoralgefäßen Arteria und Vena femoralis. In diesem Bereich mündet die Vena saphena magna in die Vena femoralis ein. Im Bereich einer schwachen Stelle, der Hiatus saphenus, ist hier der Ort, an dem die Schenkelhernien oder auch Femoralhernien symptomatisch werden. Es handelt sich dabei um die Bruchpforte dieser speziellen und bei Frauen häufiger vorkommenden Hernienform. Der Verlauf der Hernien ist dann durch die Lacuna vasorum hinein in den Hiatus saphenus. Als nächstes ist jetzt die innerste Schicht der Bauchwand wichtig mit dem Musculus transversus abdominis, der in die Transversalis Fascia ausläuft und die dann übergeht in das hintere Blatt der Rectusscheide. Und ganz wichtig, hier ist die Lücke gelassen für den Eintritt des Ductus deferens in den Funiculus spermaticus, wo dieser in den Leistenkanal gelangt am Anulus inguinalis internus. Die nächste Schicht ist jetzt der Musculus obliquus abdominis internus. Von diesem spalten sich unten ein paar Fasern ab. Das sind die Fasern des Musculus cremaster, die zum Funiculus spermaticus gehören. Hier ist jetzt noch gezeigt, wie der Musculus cremaster sich weiterhin zum Hoden fortsetzt. Das ist ja der Hodenhebermuskel, über den auch der Musculus cremaster Reflex erfolgt und ausgeführt wird. Die nächste Schicht ist nun der Musculus obliquus abdominis externus, der in die Externus-Aponeurose übergeht und dann zum vorderen Blatt der Rectusscheide wird. Und hier findet sich dann auch die Lücke der Anulus inguinalis externus, wo der Funiculus spermaticus dann austritt und zum Hoden herunterläuft. Diese Abbildung haben Sie jetzt schon einmal gesehen. Wir brauchen sie noch einmal und zwar in dieser Form, um nämlich jetzt die Strukturen, die den Leistenkanal begrenzen, noch einmal zu besprechen. Die Vorderwand des Leistenkanals bildet die Externus-Aponeurose. Die Basis des Leistenkanals wird durch das Leistenband begrenzt. Die Hinterwand des Leistenkanals bildet die Fascia transversalis. Und das Dach des Leistenkanals wird vom Musculus obliquus abdominis internus konstituiert. Wichtig sind jetzt noch die hier schematisch eingezeichneten epigastrischen Gefäße.
Diese sind nämlich wichtig für die Unterscheidung der lateralen von den medialen Leistenhernien. Die lateralen Hernien entstehen lateral der epigastrischen Gefäße und diese Hernien werden auch als indirekte Hernien bezeichnet, da sie indirekt über den Leistenkanal in die Leiste gelangen und nicht direkt durch die Hinterwand des Leistenkanals. Bei diesen Hernien handelt es sich oft um angeborene Hernien bei nicht desobliteriertem Prozessus vaginalis peritonei. Die medialen Hernien hingegen entstehen medial der epigastrischen Gefäße. Dort ist die Hinterwand des Leistenkanales schwach und die Hernien gelangen direkt durch die Bauchwand in die Leiste. Hierbei handelt es sich in der Regel um erworbene Hernien. Achtung, ist Ihnen die didaktische Ungenauigkeit aufgefallen? Die hier schematisch eingezeichneten epigastrischen Gefäße verlaufen natürlich viel tiefer unter der Transversalis-Faszie und nicht etwa, wie hier zu vermuten wäre, auf der Externus-Aponeurose. Das ist natürlich eine Vereinfachung, die hier nicht ganz passt. Basierend auf diesen Informationen zur Leistenanatomie von außen können wir uns jetzt die offenen Leistenhernienreparaturverfahren ansehen. Und zwar die Rekonstruktionsverfahren mit Naht und mit Netz. Bei den Nahtverfahren der Shouldice, dessen Prinzip die Transversalis-Fasziendoppelung ist. Dann schauen wir uns kurz an den historischen Bassini, dessen Prinzip ist die Naht der Internusmuskulatur an das Leistenband. Und bei den Netzverfahren ist die wichtigste Technik die Standardoperation nach Liechtenstein, die spannungsfreie Netzimplantation mit Netz vor der Transversalis-Faszie. Und weitere Verfahren mit Netz gibt es dann im Nachschlag für die chirurgisch Interessierten. Nun zunächst zur offenen Leistenhernienreparatur. Und die Präparation ist zunächst einmal unabhängig von der Rekonstruktion hinterher bei allen Verfahren gleich. Zunächst einmal brauchen wir den Hautschnitt. Dann erfolgt das Spalten der Subcutis, die Darstellung der Externus-Aponeurose. Dann erfolgt das Eröffnen der Externus-Aponeurose. Die Ränder der Aponeurose oder Faszie werden angeklemmt und darunter sehen wir auch schon die Internusmuskulatur mit ihrer Abspaltung der Muskulatur für den Samenstrang, den Cremasterfasern. Als nächstes wird nun der Samenstrang dargestellt und angezügelt und darunter können wir dann auch die Strukturen erkennen, um die es geht. Das Leistenband und die Transversalis-Faszie, die ist in diesem Bereich hinter der Internusmuskulatur zu erkennen ist. So, jetzt fehlte uns hier noch der Bruchsack. Hier ist er jetzt eingezeichnet. Der begleitet dann meist den Samenstrang, wenn es sich um eine indirekte, laterale Hernie handelt, oder er kommt hier im blauen Bereich, wo die Transversalis-Faszie ist, von hinten als direkter Bruch direkt in die Leiste hinein. So könnte das dann ungefähr schematisch dargestellt aussehen. Einen lateralen Bruch wird man meistens abtragen und mit einer Tabaksbeutelnaht versorgen und versenken. Beim medialen Bruch ist das nicht immer erforderlich. Da reicht es manchmal, wenn man einfach die Rekonstruktion darüber platziert, dann ist die Hernie auch ausreichend versorgt. Kommen wir jetzt also dann tatsächlich zu den Rekonstruktionsverfahren. Da beginnen wir mit der Fasziendoppelung nach Shouldice, dem ersten Nahtverfahren, was auch heute noch eine gewisse Bedeutung hat in manchen Kliniken. Das Prinzip ist, dass die Transversalis-Faszie hier hellblau dargestellt gespalten wird und dann die Doppelung dieser Transversalis-Faszie mit Naht erfolgt und dadurch der Annulus inguinalis internus eingeengt wird. Anschließend wird die Externus-Aponeurose wieder über dem Samenstrang verschlossen. Und schließlich erfolgt die Hautnaht. Und das hier ist
Dr. Edward Earl Shaldice. 1890 bis 1965 hat dieser kanadische Chirurg gelebt und die nach ihm benannte und von ihm erfundene Hernienreparaturmethode hat er 1944 auf einem Kongress als erstes vorgestellt. Und er ist dann in der folgenden Zeit durch die Welt gereist und hat dieses Verfahren publik gemacht und voroperiert. Und hier rechts oben ist das Shaldice Hernia Center karikiert in Toronto. Später gab es davon noch eine andere Klinik. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Weißem Haus und Titanic. Und das gibt es heute noch. Und die Shaldice-Operation hat ja jetzt ein bisschen nachgelassen in der Bedeutung. Also inzwischen werden mehr Netze verwendet, wie wir gleich sehen werden. Aber trotzdem eine gewisse Bedeutung hat die Shaldice-Operation auch heute noch. Das Verfahren nach Bastini ist weitestgehend nur noch als historisch zu betrachten, weil das keine ausreichende Stabilität bietet. Hier noch einmal die Anatomie, transversales Faszie und Leistenband. Und die sogenannten Bastini-Nähte greifen die Internusmuskulatur und nähen diese an das Leistenband. Und das ist natürlich vorstellbar, dass das nicht so besonders stabil ist. Und das hier ist Eduardo Bassini, Professor für Chirurgie in Padua. Von 1844 bis 1924 hat er gelebt und hat sich rege mit den Chirurgen seiner Zeit ausgetauscht, einiges vorangebracht, ein bedeutender Chirurg, Austausch mit Theodor Billroth in Wien, Bernhard von Langenbeck, den Sie vom Langenbeck-Haken kennen, in Berlin und Johann Nepomuk von Nussbaum in München. Und das ist die Erstbeschreibung seines Bassini 1889, Novo Metodo Operativo per la Cura dell'Ernia Inguinale. Und er gilt als Vater der modernen Hernienchirurgie, denn das Prinzip des Bassini war die Grundlage für die weiteren Reparaturmethoden, den Shaldice, den wir eben schon gesehen haben, sowie die Lichtenstein-Operation, die dann jetzt gleich kommt mit Implantation eines Netzes, welches durch spannungsfrei implantiert wird. Überhaupt ist man sich heute eigentlich einig, dass man ohne eine Netzimplantation kaum mehr auskommen sollte bei einer Leistenhernie, weil eben die Rate der Rezidive des Wiederauftretens zu hoch ist. Und da ist am populärsten eigentlich das Verfahren mit Netz nach Lichtenstein, die spannungsfreie Netzimplantation mit dem Netz vor der Internusmuskulatur. Lateral wird das Netz dann geschlitzt, kann man auch vorher schon machen, und dann wird so der innere Leistenring rekonstruiert. Und schließlich erfolgt dann das Anheften des Netzes, der oberen Netzlefze, an der Internusmuskulatur. Und so ist der innere Leistenring dann rekonstruiert und der äußere Leistenring wird dann noch mit dem Verschließen der Externusaponeurose rekonstruiert. Und schließlich erfolgt die Hautnaht. Und dies ist der amerikanische Chirurg, nach dem die Lichtenstein-Operation benannt ist und von dem sie erfunden wurde, Irving Lester Lichtenstein, gelebt von 1920 bis 2000. Und die Erstvorstellung seiner Technik, die noch heute weltweit verwendet wird und einen Standard darstellt, erfolgte 1964 auf einem Kongress. Es gibt auch eine Lichtenstein-Klinik, die Lichtenstein-Emmett Hernia Clinic. Emmett war ein Mitarbeiter, mit dem diese ersten Publikationen über das Verfahren auch verfasst wurden und der das dann weiter im Namen seines Lehrers fortgeführt hatte. Und diese Klinik befindet sich in Los Angeles und gehört zur University of California in Los Angeles, UCLA. Weitere Verfahren, wie gesagt, dann gleich im Nachschlag für die chirurgisch Interessierten. Nachdem wir uns jetzt die chirurgische Anatomie von außen und die offenen Hernienreparaturverfahren angesehen haben, kommen wir nun zur Anatomie von innen und der minimalinvasiven Leistenhernienreparatur, die von innen stattfindet. Das ist nun die Anatomie von innen gesehen. Hier sieht man durchscheinend gezeichnet, das ist natürlich nicht sichtbar, wenn man von innen schaut, die Symphyse. Dann hier der Ductus deferens, der dort in den Annulus inguinalis internus eintritt und dann in den Musculus cremaster
und damit zum Funiculus spermaticus wird. Hier in der Mitte die Plica mediana, die Plica medialis und die Plica lateralis, in der sich die epigastrischen Gefäße befinden. Und hier sind noch die Vasa iliaca eingezeichnet, die dann unter dem Leistenband nach außen kommen und dort den Namen wechseln und zu den Femoralgefäßen werden. Außerdem sind hier noch eingezeichnet die Vasa testicularia, die ebenfalls zum Samenstrang gelangen. Das sind jetzt die Bruchpforten der medialen, direkten, erworbenen Hernien, die medial der epigastrischen Gefäße austreten. Und lateral im Bereich des Anulus internus finden wir die Bruchpforte der lateralen, indirekten und angeborenen Hernien. Und hier im Bereich der Iliakalgefäße ist dann noch die Bruchpforte im Bereich der Lacuna vasorum, die zum Hiatus saphenus führt und dort zur Femoral- oder Schenkelhernie führt. Kommen wir basierend auf dieser Besprechung der Anatomie von innen nun zu den minimalinvasiven Leistenhernien-Reparaturverfahren, zur TAP und der TEP-Technik. TAP heißt transabdomineller präperitonealer Patch, weil das Netz, was hier implantiert wird, in den präperitonealen Raum eingebracht wird. TEP bedeutet total extraperitonealer Patch, was besagt, dass hier nicht die transabdominelle Route gewählt wird, sondern das Netz total extraperitoneal, also ohne die Bauchhöhle zu eröffnen, eingebracht wird. Zunächst die TAP-Technik. Bei der TAP-Technik haben wir die eben gezeigte Innenansicht des Peritoneum. In der Mitte verdeckt die Blase die Symphyse. Und hier die beiden schwarzen Ringe, die zeigen uns die Bruchpforten bei der Leistenhernie. Eine Femoralhernie ist natürlich mit der TAP-Operation ebenfalls zu versorgen. Der Eingriff beginnt mit einer Inzision des Peritoneum, bei der man meistens lateralseitig bei der Spina iliaca anterior superior beginnt. Man kann aber auch medialseitig beginnen, wenn man auf der anderen Seite operiert, wie Sie im Video gleich sehen werden. Dann wird der Peritoneal-Flap präpariert, das heißt, das Peritoneum wird lateralisiert. Dann kommt man auf diesem Wege auch gleich zur Hernie, präpariert diese Hernie. Die Hernie wird also nach außen präpariert, der ausgestülpte Bruchsack vom Samenstrang von innen abpräpariert. Und dann kommen wir auch schon zur Rekonstruktion, die Netzimplantation, weit nach prävesikal und allseits die Bruchpforten überlappend, wird ein Netz eingelegt in diesen präperitonealen Raum. Der letzte Schritt dieser Operation dann ist die Peritonealnaht, der Wiederverschluss der peritonealen Inzision. Jetzt können wir uns kurz ein Video angucken, 54 Sekunden, eine Operation, die ansonsten so 30 Minuten bis eine Stunde dauert. Die Operation ist mit dem Da Vinci Operationsroboter durchgeführt worden. Mehr dazu erfahren Sie im Chirurgie-Appetizer Mick Sills Notes Robotik. Diese Videosequenz wurde hier eliminiert. Um die sehen zu können, müssten Sie sich das Originalvideo Appetizer Nummer 8 anschauen zur Leistenhernie. Und da ist eben diese Videosequenz in unzensierter Form enthalten. Da kann man die roboterassistierte TAP-Operation sehen. Zur Umgehung der Altersbeschränkung, damit das Video keine Altersbeschränkung bekommt, habe ich das jetzt hier mal rausgenommen. Wie schaffen wir es jetzt bei der TAP-Operation, das Netz dort in diesen Raum einzubringen, ohne das Peritoneum eröffnen zu müssen? Das ist nämlich der wesentliche Unterschied der TAP-Operation zur TAP-Operation. Also, wir haben bei der TAP ja hier gesehen, dass man dort zum Schluss dann die Peritonealnaht machen muss, weil man dort aufgeschnitten hat. Bei der TAP-Operation erzielen wir dieses Ergebnis, haben aber gar nicht diese Ansicht, weil wir gar nicht von innen auf das Peritoneum schauen, sondern wir sind in der. Am besten kann man den Unterschied zwischen TAP und TEP verstehen,
wenn man sich das Ganze im Sagittalschnitt anschaut. Dies hier ist ein einfaches Schema mit Darstellung der Abdominalhöhle, rot dargestellt das Peritoneum und der in der Leistenregion ausgestülpten Leistenhernie mit Bruchpforte und Bruchsarg. Bei der TAP-Operation, die wir ja jetzt schon gesehen haben, erfolgt die Trochaplatzierung in die Bauchhöhle, wird das Peritoneum eröffnet, wird der peritoneale Flap präpariert und erfolgt dann auch die Präparation des Bruchsacks, der nach intraperitoneal zurückverlagert wird. Und schließlich erfolgt auch über die Bauchhöhle die Implantation des hier grün eingezeichneten Netzes in den präperitonealen Raum. Schließlich erfolgt der Nahtverschluss des Peritoneums. Bei der TAP-Operation werden die Trokare hingegen gleich nur in den präperitonealen Raum eingebracht. Man gelangt also gar nicht in die Bauchhöhle. Dann erfolgt die Präparation des Peritoneums. Der präperitoneale Raum wird, ohne diesen per Inzision eröffnen zu müssen, präpariert. Genauso wird dann die Hernie präpariert von innen, ohne in die Bauchhöhle zu gehen. Und schließlich erfolgt auf dieser Route auch die Netzimplantation. Grün dargestellt hier das dann zu implantierende Netz. So, jetzt eine kleine chirurgische Literaturecke. Wir wollen Ihnen immer auch ein paar Arbeiten zeigen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie in der Chirurgie Methoden wissenschaftlich untersucht werden. In Sachen Hernienchirurgie sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr viele evidenzbasierte Bemühungen unternommen worden. Viele Studien sind gemacht worden und es gibt sehr aktive nationale und internationale Arbeitsgruppen. Und eine große Arbeitsgruppe, die Hernia Search Group, hat 2018 Leitlinien verfasst. Auf 165 Seiten ist dort alles, was zur Leistenhernie gehört, zusammengefasst. Und wenn man solche Fragen hat, wie man es denn jetzt genau und richtig machen muss, als Hernienexperte kann man da nachlesen. Zum Beispiel im Kapitel 7, individualisierte Anwendung der Therapieverfahren, wann kommt man denn jetzt am besten von außen mit dem Lichtenstein oder wann macht man von innen eine TAP oder TAP? Oder auch das Thema der Netzfixierung. Muss ich das eingebrachte Netz denn jetzt noch fixieren oder reicht es, dass das vom Abdominaldruck angedruckt wird? Im Kapitel 12 steht dann drin, wann ist eine präoperative Antibiotikagabe zur Infektionsprophylaxe erforderlich? Und im Kapitel 14 etwas zur postoperativen Schmerztherapie. 165 Seiten macht wahrscheinlich nur Sinn für Experten an der Hernienchirurgie, besonders Interessierte, zu lesen. Insgesamt kennen Sie jetzt aber die chirurgische Anatomie des Leistenkanals. Sie kennen die operativen Verfahren zur offenen Leistenhernienreparatur ohne Netz, den Scholdice und den Bassini, und mit Netz den Lichtenstein. Und Sie kennen die operativen Verfahren zur minimalinvasiven Leistenhernienreparatur, die TAP, die transabdominelle präperitoneale Patchplastik und die TEP, den total extraperitonealen Patch. Hier kommt aber jetzt noch der Appetizer-Nachschlag für die chirurgisch Interessierten. So, wie angekündigt, jetzt noch die offene anteriore Leistenhernienreparatur mit Netz, alternativ zum Lichtenstein. Und zwar gibt es da das sogenannte Gilbert oder eine Weiterentwicklung davon On-Step-Verfahren. Es handelt sich ebenfalls um eine spannungsfreie Netzimplantation, wobei das Netz hinter der Transversalis-Faszie nach präperitoneal eingelegt wird, also in den gleichen Raum wie bei TAP und TEP, nur von vorne, von anterior kommend. Hier sehen wir noch einmal die Ansicht, wie bei der offenen anterioren Leistenhernienversorgung, funktioniert genau so, hier wieder die Transversalis-Faszie und das Leistenband zu erkennen. Und wie beim Scholdice erfolgt jetzt das Eröffnen der Transversalis-Faszie und in den präperitonealen Raum, da kommt jetzt das Peritoneum zur Ansicht, in den präperitonealen Raum wird dann das Netz implantiert bei diesen Verfahren. Gilbert und OnStep haben wenig Bedeutung in Europa,
Eine gewisse Bedeutung hat das Verfahren in den USA, Gilbert, und eine gewisse Bedeutung in Asien, OnStep. Problem dabei ist, dass die Nestposition von außen im präperitonealen Raum stattfindet, der auch bei TAP und TEP von innen verwendet wird. Dieses vereitelt bzw. erschwert dann die Optionen für eine OP beim Rezidiv. Ja, das war die erste Neuauflage des achten Videos der Chirurgie-Appetizer-Serie, die inzwischen ja 58 Videos umfasst. Und wir haben drei neue Kandidaten für die chirurgische Ruhmeshalle, Surgical Hall of Fame, das 42. Video, das auch dann bald einer Neuauflage bedarf. Da kommen hinein Eduardo Bassini, Edward Earl Scholdeis und Irving Lester Lichtenstein. Und der Chirurgie-Appetizer-Kanal, wie gesagt, jetzt mit 58 Videos, Gesamtspielzeit 25 Stunden und 11 Minuten 52 Sekunden. Der Kanal hat 146.981 Aufrufe und hat 7.004 Likes bekommen. Vielen Dank dafür und auch danke für die 3.543 Abonnenten. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal und nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.